Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, über das magnetische Feld. Das letzte Mal haben wir gesprochen über Durchflutung. Heute wollen wir das ein bisschen präzisieren. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, okay, wir haben eine Durchflutung und die erzeugt eine sogenannte magnetische Spannung. Wollen wir das Ganze nur mal Revue passieren lassen. Ich habe da wieder was aufgezeichnet, ich habe es auch drüber geschrieben, was es heute geht. Es geht um eine Maxwell'sche Gleichung, also irgendwas von meinem Level da. Sucht euch eine aus. Es geht um die letzte. Werden wir sehen, wie wir da hinkommen. Es geht um den Ampere-Maxwell-Satz. Ich habe das wieder aufgezeichnet. Ich habe da wieder also ein Flächenstück mit einem zugeordneten Umlauf. Ich habe dann auch wieder die Richtung eingezeichnet, entlang der Rechtschraube, die vorne und hinten praktisch definiert, also die positive Durchtrittsrichtung. Dann praktisch, der zusammenhängt mit dem rechtswendigen Umlaufsinn, also das ist, passt eh alles zusammen, rechtswendig zugeordnet heißt das. Und dann habe ich auch eine Leitung eingezeichnet, die da durchtritt und ein bisschen eine Durchflutung macht. Da haben wir gesagt, okay, wir haben die Durchflutung, also wir haben einerseits haben wir ja die Durchflutung, da haben wir so Theta, und die wird hervorgerufen durch die Ströme. Und ich habe gesagt, die magnetische Spannung. Okay, es gibt die magnetische Spannung. Ich schreibe da oben hin. Das hat Kassen V, okay? Die magnetische Spannung auf diesem Umlauf, die setzt sich einerseits zusammen aus der Durchflutung, also das V, auf der Umrandung. Man kann auch schreiben, man kann sich vorstellen, gell, da ist ein bisschen ein V, 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 da ist ein bisschen eine magnetische Spannung. Und die können auch ja alle unterschiedlich sein. Was muss ich also machen mit all diesen magnetischen Spannungen, die da entlang dieses Umlaufes sind, ich muss sie aufsummieren. Ich muss sie integrieren, aufsummieren. Ich mache da jetzt wieder so ein Integralzeichen her und sage, ich summiere alle kleinen magnetischen Spannungen hier auf. Das sind lauter kleine magnetische Spannungen auf dem Umlauf. Auf dem Stickel habe ich ein bisschen eine, auf dem Stickel habe ich ein bisschen eine, auf dem Stickel habe ich eine. Und wenn ich das aufsummiere hier, dann habe ich halt die gesamte magnetische Spannung auf diesem Umfeld, also Umlauf am Rand. Und dann sage ich, okay, weil ich das genau kennzeichnen will, das ist eine Summe über den ganzen Rand praktisch, dann kann ich so einen Ringel da reinmachen. Das heißt das. Also die Summe der magnetischen Spannung da auf dem Ringel, auf dem Rand einfach. Summe aller Teilen magnetischen Spannung auf dem Rand. Das ist auf alle Fälle mal ein bisschen eine Durchflutung. Okay? Also da haben wir die Durchflutung Theta haben wir drinnen. Und die Durchflutung Theta wäre nichts anderes wie die Summe der ganzen Ströme, die da durchtreten. Okay? Das war's. Ich habe aber das letzte Mal gesagt, das ist nicht alles. Das ist leider nicht alles. Oder? Ich meine, das hat der Ampere schon erkannt. Und der Maxwell hat es nachher präzisiert und gesagt, hey Moment, das kann nicht alles sein. Das kann nicht alles sein. Es gibt ja auch noch das elektrische Feld, es gibt ja auch noch den elektrischen Fluss, Psi hier. Der macht doch auch was. Und tatsächlich, er sollte recht behalten, dieser tritt durch diese Fläche auch ein elektrischer Fluss, Psi, durch. Dann hat der ebenfalls Einfluss auf die magnetische Spannung, die da entsteht. Aber nicht der Fluss, das wäre ja zu einfach. So ist es nicht. Nicht der Fluss, sondern die zeitliche Änderungsrate des Flusses. Also es gibt einen elektrischen Fluss, Psi, der durch diese Fläche durchtritt. Ich habe den dort so eingezeichnet mit einem großen fetten Pfeil. Der wird halt durch irgendwelche Ladungsverteilungen da in der Umgebung erzeugt. Okay?
Und die Änderungsrate hat einen Einfluss auf die magnetische Spannung. Ja? Wichtig ist die Änderungsrate. Dψ noch dt. Okay? Also wenn das mehr wird, wird auch die magnetische Spannung da mehr. Wenn es weniger wird, wird die magnetische Spannung weniger. Und zwar, je schneller dass das mehr wird, ja, je mehr die Änderungsrate ist, desto mehr hat das Einfluss auf die magnetische Spannung. Ja. Und je schneller dass das weniger wird, ja, sagt man das, je schneller das weniger wird, ja, desto geringer wird die magnetische Spannung. Das überlagert praktisch das, was die Ströme da erzeugen. Ja. Also ich zähle das einfach da dazu. Plus dψ noch dt. Okay? Also die magnetische Spannung besteht eigentlich aus zwei Teilen. Okay? Der Summe der Ströme und der Änderungsrate des magnetischen, des elektrischen Feldes dadurch. Ja, erzeugt die magnetische Spannung. Okay, jetzt haben wir magnetische Spannung. Ja. Wichtig dabei ist, wenn Sie keine Ladungen ändern oder wenn Sie die Flüsse dann nur sehr langsam ändern. Ich meine, wenn da Änderungsraten vor ein paar Millikulomb oder Mikrokulomb pro Sekunde, dann, ich meine, wirklich, da können Ampere oder Kiloampere, gell? Das ist einfach viel ärger wie das. Gell? Das wird erst interessant, wenn wirklich schnelle Änderungsraten da kommen. Ja? So heißt es Durchflutungssatz, ja? Und so ist der Ampere-Wechselsatz. Okay? Je nachdem, ob man halt sich ändernde elektrische Felder erwartet, schnell sich ändernde elektrische Felder erwartet, muss ich das eine oder das andere anwenden. Einmal ist das ausreichend für meine Betrachtung, genau genug. Ja? Und einmal muss ich das berücksichtigen. Wir werden sie nachher noch ein bisschen anschauen, was bedeutet denn das? Okay? Magnetische Spannung, ja? Einheit. Ich meine, das hat Ampere, das ist Coulomb pro Sekunde, ja, ebenfalls Ampere, ja, Einheit Ampere. Magnetische Spannung hat Ampere, gell? Aber wir haben ja auch eine elektrische Spannung gesprochen, in Volt. Ja. Und aus dieser elektrischen Spannung, haben wir sie gesagt, können wir sich vorstellen, dass die elektrische Spannung sich aufteilt auf einen gewissen Weg. Ja? Und dann ist es so eine verschmierte elektrische Spannung und das ist halt krasse elektrische Feldstärke, Volt pro Meter. Ja? Genau das Gleiche ist hier. Ja? Genau das Gleiche ist hier. Also wenn ich da jetzt praktisch, hineinzoome. Ja? Ich zoome da jetzt auf so ein Stückchen hinein. Ja? Dann kann ich mir vorstellen, es gibt eine magnetische Feldstärke H. Okay? Das haben wir an dem Ort, ist die so groß. Ja? So, das ist H. Ja? So heißt, so ist die Abkürzung der magnetischen Feldstärke H. Ja? Da, auf dem kurzen Teilstück da, ist dV. Ja? Das ist das Teilchen, der Teil praktisch der magnetischen Spannung, die aber jetzt in der Kurve liegt, gell? In der Kurve. Das H muss nicht unbedingt deckungsgleich mit der Kurve sein. Ja? Aber das V ist noch. Ja? Das V ist noch. Hier haben wir nämlich dann so ein kurzes Kurvenstückchen praktisch. Ja? Das ist da ein kurzes Stück, das ist da ds. Ja? Das ist das Stickel da. Ja? Das ist das Stück, wo das dV wirkt praktisch. Okay? Auf dem kurzen Stück habe ich diese Spannung, diese magnetische Spannung. Und wenn ich jetzt praktisch die Feldstärke, die auf diesem kurzen Stück wirkt, ja, feststellen will, ja, dann ist das dV, ist die Feldstärke H in die Richtung ds. Okay? Also praktisch
so eine Kosenuss. Okay? Nur ein Teil der Feldstärke H wirkt da entlang dieser Kurve. Wenn diese Kurve genau in Richtung von H ist, wirkt das ganze H drauf. Gell? Dann geht das ganze H praktisch über in dV. Und so muss ich halt, deswegen muss man da einen expliziten Punkt machen, das ist Inprodukt, heißt das. Inprodukt. Soll heißen, es wirkt nur derjenige Teil von H für die elektrische, für die magnetische Spannung, der auch in Richtung der Kurve geht. Ja? Wenn ich gescheit bin, ja, lege die Kurven so, dass das deckungsgleich mit den Feldlinien ist, ja? Und dann kann ich einfach multiplizieren. Ja? H mal das. Das ist also hier oben, wie schaut es dann da oben aus? Ich mache wieder die Summe, ja, oder das Integral aller Feldstärken in die entsprechende Richtung vor dem kleinen Stickel. Vor dem kleinen Stickel, ja. Also das H ist jetzt die magnetische Feldstärke. Okay? Magnetische H heißt das, ja? Einheit Ampere pro Meter, ja? Weil das sind Ampere pro Meter mal Meter, das ist das Stückchen, das muss Ampere geben, okay? Magnetische Feldstärke, wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, in welche Richtung das geht, ja? Wir werden in Zukunft einfach sagen, ja okay, wir nehmen da praktisch eine Kurve, die ist deckungsgleich mit einer Feldlinie, passt. Deswegen werden wir das einfach da ganz cool dividieren. Oder multiplizieren. Aber man muss sich dessen bewusst sein, dass das an und für sich nicht so sein muss. Okay? Magnetische Feldstärke H Ampere pro Meter. Das ist praktisch die magnetische Spannung verschmiert auf den Umfang. Ja, da wirkt halt die magnetische Feldstärke H. Okay? Ja, also aus der Durchflutung und vielleicht der Änderungsrate des Flusses, des elektrischen Flusses, folgt praktisch das magnetische Feld. Ja, gibt es eine magnetische Feldstärke? Also es gibt einmal eine magnetische Spannung, die erzeugt eben die magnetische Feldstärke. Passt. Ja. Gehen wir die magnetische Feldstärke. Das hier, was da unten steht. Ja, das da. Ist übrigens genau das Gleiche. Ja, das ist das Gleiche. Änderungsrate des elektrischen Flusses plus den Strom praktisch ergibt die Wirbeldichte, ist das da. Ja. Die Wirbeldichte des von H, also wie stark ist das H da. Ja. Wie verwirbelt wird das durch die Ströme und sich ändernden? Ja, das ist halt ein bisschen komplizierter geschrieben. Die integrale Form da schaut ein bisschen schöner aus, kann man sich ein bisschen besser vorstellen, wie die Differenzielle, das ist die differenzielle Form. Ampere-Maxwell-Satz. Ja. Schauen wir uns das eigentlich an. Was bedeutet denn das? Ja. Sagen wir, wir haben eine Hülle. Ich zeichne die Hülle jetzt ein bisschen so hellgrau ein. Ja. Wir haben da eine Hülle. Nehmen wir sie einmal elektrostatisch. Ja? Also vergessen wir das, schauen wir sie nur durch die Durchflutung an. Ja? Dann kommen wir da daher mit unseren Leitungen. Das tritt da durch. Tritt da durch. Okay? Ich sage wieder, wir haben das so ein Ringel da. Ja? Dann haben wir da praktisch eine Durchflutung Theta. Ja? Und die, wenn da der Strom hier rinnt,
ist gleich i. Okay? So schaut das aus. Wenn ich jetzt die Kurve etwas mehr zusammenziehe, ja, sagen wir so, das ist jetzt einfach weiter zusammenbogen, praktisch. Ja. Dann habe ich hier wieder meine Leitung. Die geht da rein, dann geht es halt ein Stück weiter runter und da kommt sie wieder heraus, tritt aber nicht ein zweites Mal durch die Kurve durch. Gell. Also das geht dann nach wie vor hinten da durch das Ding. Da rennt der Strom I durch. Ja. Dann ist meine Durchflutung und somit meine Spannung, weil wir haben ja gesagt, wir dann das elektrostatisch betrachten, noch immer gleich I. Ja? Jetzt ziehe ich es nur ein bisschen weiter zusammen. Ja? So, dass das unten nur eine ganz kleine Lücke praktisch ist. Ja? So, ja, ist schon wie ein Luftballon quasi, so aufgeblasen. Ja? Haben wir nach wie vor da unten einen Rand, die Fläche hat nach wie vor einen kleinen Rand. Jetzt treten wir hier aber ein, praktisch, ja, gehen da mal innen durch und treten da oben wieder aus. Ja, kann man sich das vorstellen? Gemeine, wieder raus. Ja. Was haben wir jetzt für eine Durchflutung? I. Ja. Die Durchflutung, Theta, ist in diesem Fall, ja, da drehen wir einmal positiv durch, das heißt I. Ja. Da drehen wir einmal negativ durch, aber mit dem gleichen Strom, minus I, ist gleich 0 Ampere. Ja, da haben wir jetzt schon 0 Ampere. Okay? Und im Extremfall, wenn ich jetzt praktisch eine Kugel mache, eine gesamte geschlossene Fläche, ja, dann hat der Strom keine andere Chance. Der muss da irgendwo rein und der muss da wieder irgendwo raus. Ja? Dieser Strom, der eintritt, kommt auch wieder heraus. Eine geschlossene Hüllfläche. Unsere Durchflutung Theta ist gleich, ja, I minus I ist gleich 0 Ampere. Wir haben ja auch keine, wir können ja gar keine magnetische Spannung mehr haben, weil wir haben ja keinen Rand mehr. Der Rand ist zusammengeschrumpft auf einen Purzelpunkt, ja. Da gibt es keinen Rand. Ja? Es gibt also auch keine magnetische Spannung. Wenn ich keinen Rand habe, gibt es keine magnetische Spannung. Und wenn ich keine magnetische Spannung, 0 Ampere magnetische Spannung, zwingend habe, so heißt das, alle Ströme, die Durchflutung muss 0 sein in Summe. Das heißt, alle Ströme, die irgendwie einrinnen, müssen irgendwo wieder rauskommen. Das hatten wir doch schon. Ja? Knotenregel kommt als eine direkte Folge des Ampere-Maxwell-Satzes, ist die Knotenregel. Ja? Weil einfach der Rand von der Fläche 0 ist. Fertig. Ja? Und ich habe auch einmal erwähnt, die Knotenregel, ja, die gilt nicht immer ganz genau. Gell? Wenn eine signifikante Ladungsmenge da drinnen gespeichert wird, so habe ich das damals genannt, dann dann weicht es praktisch wie von Geisterhand, geht das über in das Gesetz der Halt der elektrischen Ladung. Ja. Jetzt schauen wir sich das einmal an. Ich meine, es gilt ja das da. Ja. Natürlich, eine geschlossene Hüllfläche ist eine geschlossene Hüllfläche. Das heißt, die Durchflutung oder die magnetische Spannung ist 0. Ja. Die magnetische Spannung ist einmal sicher 0. Ja. Setzt sich aber nicht nur zusammen aus der Durchflutung, sondern auch aus der Änderungsrate des elektrischen Flusses. Und wenn der Strom einrinnt und der macht da drin eine Ladungsansammlung, wie zum Beispiel auf einer Kondensatorplatte, dann rinnt der Strom da rein, die Ladung sammelt sich da drinnen, die der Strom praktisch hineintransportiert und im gleichen Maße steigt der Fluss, der von da drinnen hinausströmt. Das heißt, die Strommenge, die hineinrinnt, ja, ist praktisch der Änderungsrate des Flusses. Ja. Und dadurch entsteht praktisch wie von selbst, ja,
die Erhalt der elektrischen Ladung. Die Ladungsträger, die einrennen, erzeugen das elektrische Feld und den elektrischen Fluss. Und das, was einrennt, das wird halt der elektrische Fluss mehr. Ja? Weil das muss eine Summe Null ergeben. Es rinnt ja was eine und das, was drin ist, ja, bleibt drin und erzeugt ihm mehr Feld, mehr elektrisches Feld. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, weil es ist das gleiche Gesetz und plötzlich schließt sich dieser Zwiespalt, der, wenn ich durch einen Kondensator durchschneide, dann darf ich es nicht machen, dann nehme ich die elektrische Ladungserhaltung und wenn ich dann aber einen Kondensator als Ganzes nehme, dann nehme ich dann doch wieder die Knotenregel und so weiter. Es ist ja alles das Gleiche, es kommt ja alles vom Ampere-Maxwell-Satz. Okay? Es sind zwei Folgerungen des Ampere-Maxwell-Satzes, Knotenregel und Satz vom Erhalt der magnetischen Ladung. Weil wenn ich mir vorstelle, da rinnt was ein, ich möchte es nochmal präzisieren. Ja? Geschlossene Hüllfläche, Punkt, Null. Null, 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 magnetische Spannung. Ich habe keinen Rand, ich habe keine magnetische Spannung. Jetzt sage ich dir, jetzt rinnt da der Strom nur eine. Aus irgendeinem Grund. Ja? Back, rinnt der Strom da drinnen hinein und da drin, ja? Da drinnen macht er. Was macht er da drin? Die Ladungsträger sammeln sich da drinnen, ja, auf eine Kuh. Ja. Und wenn der Strom da hinein rennt, ja, da rennt der Strom hinein, die Durchflutung ist einfach minus I. Ja. Es rennt nur eine. Ne. Die Durchflutung ist ja da. Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, muss ich null magnetische Spannung haben. Das heißt, das muss eigentlich genau I sein. Ja? Und wenn wir uns das überlegen, ja, dieses Q erzeugt ja hier praktisch nach allen Richtungen. Oh, da geht's das, scheint die Sonne, die elektrische Sonne, da scheint das Psi. Ja? Und je mehr Q da drin ist, desto mehr Psi ist da. Und wenn der Strom da einrinnt, bringt der einfach mehr Q hinein. Und das Psi steigt genau im gleichen Maße. Ja, wie Strom hineinrinnt. Ja, es muss so sein, weil ja die Spannung Null ist. Ja. Das ist dψ nach dt. Okay? Damit ist praktisch Q ist minus I und dψ nach dt ist I. Ja. Fertig. Ampere-Maxwell-Satz. Wunderbare Sache. Das nächste Mal werden wir sie ein bisschen genauer. Ich habe gesagt, ja, wenn wir das gescheit machen, wenn das da praktisch auf einer Feldlinie liegt, dann ist das hart und braucht da kein Inprodukt, sondern es kann ein skalares Produkt verwenden, also einfach multiplizieren, ohne dass man viel denkt, ohne Cosinus oder sowas. Wir werden uns das nächste Mal anschauen, wie so ein Feld von einem stromdurchflossenen Leiter ausschaut und wie dann die Spannungen sind und wie der Richtungssinn von der magnetischen Spannung ist und so weiter. Das ist eine andere Geschichte oder eine ähnliche Geschichte, aber das werden wir uns im nächsten Video anschauen. Jetzt mit einem Ampere-Maxwell-Satz. Mir gefällt er. Ja? Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.